So, da bin ich wieder zurück bei Sims 1. Ich mache wieder weiter. Hier bei der Familie Spinnweb. So, das letzte Mal. Okay. Nee, es ist nicht abends, es ist morgens. Cassandra ist in der Schule, Dorfeskind. Und die Eltern sind zu Hause. Ich glaube, der Winfried ist beim letzten Mal gerade von der Arbeit gekommen und muss sich jetzt dringend ausruhen. Und die gute Julia, ja, die ist auch, die erholt sich auch langsam wieder. Sehr gut. Das hat sie auch dringend nötig, denn ich werde gleich wieder mit ihr einen Ausflug machen. Aber ich glaube, am besten ist es da, wenn sich die liebe Julia noch mal kurz hinlegt und ein bisschen ausruht. Das werde ich mal ein bisschen schneller spielen lassen, denn das ist jetzt nicht so interessant. Allerhöchstens die Träume, die sie so hat. Okay. Ich muss in die Arbeit. Oder, ach nee, das war Cassandra, ne, die von der Schule zurückkommt. Genau. Ja. Und da kannst du gleich den guten Rauli begrüßen. Sieht ja auch süß aus, ne, der Kleine. Yes. Ja. Genau. So, da fällt mir gerade ein. Genau, ja, das ist ja ein perfektes Timing, ne? Die gute Julia steht schon auf. Habe ich ja eigentlich irgendwo einen Kleiderschrank, an dem ich mich umziehen kann? Ich glaube jetzt nicht. Mal schauen, ob ich hier schnell einen Kleiderschrank hinstellen kann. Das bei Oberflächen, das sind hier Kommoden, Sitzgelegenheiten, Dekorationen, verschiedenes. Hier, Garderobe. Okay, ja, was nehmen wir denn? Ich würde sagen, so einen einfachen Kleiderschrank. Wow, ist der groß. Ich hoffe, die kommen dann vorbei, wenn dieses Riesending hier im Schlafzimmer steht. So. Zieh doch mal bitte deine Alltagskleidung an und dann können wir vielleicht sogar mit Cassandra mal, ja, wie ich es gedacht habe. Geht das nicht? Wo könnte ich denn diesen Kleiderschrank hinstellen, dass auch jeder doch dran vorbeikommt? Ach, da vielleicht, ja. Mal schauen. So. Hier vielleicht? Nee, da ist die Treppe im Weg. Unter der Treppe. Wo stelle ich dieses Riesending hin? Weil hier geht es bestimmt auch nicht. Kann ich den nach draußen stellen? Dann steht er halt draußen. Das zweite ist ungewöhnlich. Schick machen. High Fashion. Machen wir das. Zieh dich bitte mal sehr schick an mit High Fashion. Bin ich jetzt gespannt, wie das aussieht und welche interessanten Sachen die liebe Julia in ihrem Kleiderschrank hat. Ah, es geht schon wieder nicht, okay. Na gut, dann nehmen wir mal das gute Stück und ich versuche mal das hier im zweiten Stock irgendwo aufzustellen. Da habe ich aber, glaube ich, auch kein Glück, denn da ist bestimmt das Spielhaus im Weg. Das stelle ich mal hier hin und hoffe, es klappt jetzt. So, mal gucken. Cassandra ist aber auch nicht gut drauf. Ich weiß nicht, ob ich sie auf den Ausflug mitnehmen soll. Ah, gut, es funktioniert. Uiuiuiui. Auch nicht schlecht, Julia. Komm, zeig ich mal bitte. Die Schuhe passen für meinen Geschmack allerdings nicht so dazu. Aber naja, man will ja nicht so sein, ne? So. Wie kann ich jetzt hier nochmal wegfahren? Ich glaube, dazu musste ich ein Taxi rufen. Hier beim Telefon, Taxi rufen.
Also, statt der Magie der Wahnwischung zum Studiopark fahren, Altstadt erkunden, in Urlaub fahren oder in die Stadt fahren. Ich erkunde mal die Altstadt. So, mal schauen, ob ich Cassandra, meine ich, mitnehmen kann. Und vielleicht sogar Winfried. Der ist ja eigentlich auch ganz entspannt. Nimm mal schnell ein Bad noch, bevor du fährst. Dann zieht er sich nämlich automatisch um, glaube ich. So, dann wollen wir mal schauen. Machen wir einen Familienausflug. Mal schauen, ob das klappt. Vielen Dank. Ja, bitte. Mal schauen, was es noch so gibt in der Altstadt. Ich glaube, einmal waren wir ja schon da. Da waren wir auf dem Markt. Aber da gibt es ja auch noch anderes zu entdecken. So. Das Taxi schon da? Nö, ist noch nicht da, denke ich. Jetzt ist es da. Okay. Ja, wir wollen das Haus verlassen. Gehen schon, genau. So, fertig. Das reicht schon. War nur ein bisschen Abfrischung. Gut, ich spiele mal ein bisschen schneller, damit das nicht so lange dauert. Die brauchen schon eine Zeit lang, bis sie sich hier mal bequemen, herzukommen. Okay. Gut, also Glücksweg Marktplatz, da waren wir beim letzten Mal. Mehr gibt es hier nicht. Gut, die Quere. Gehen wir doch mal dahin. Okay. Na gut, was macht er denn? Unterhalten mit dem Papagei. Wo ist hier ein Papagei? Oh, wer ist das? Große Linde. Angestellte Tanja. Okay. Folgen wir ihm mal. So. Will sich mit dem Papagei unterhalten. Oder auch nicht. So, was gibt es denn hier? Kerze 3 Durchzahl bei Schädelkerze, Salamander Schornstein oder hell wie die Nacht. Was gibt es denn hier noch so alles? Da geht es noch. Da gibt es eine zweite Etage. Ja, Toiletten. Hier ist auch so ein Riesenfriedhof. Da fühlt sich unsere Familie doch sehr wohl, wie ich denke. Bildertisch ist auch sehr schön. Oh, hier ist auch ein Restaurant. Schauen wir doch mal, ob man hier was essen kann. Angestellter Ralf. Hier könnte man Kaffee kaufen. Was gibt es hier noch? Gebäck kaufen. Ja, das können wir doch mal machen, ne? Ich glaube, er hat schon ziemlich Hunger, ne? Der gute Julia auch. Kann sich hier hinsetzen. Ich glaube aber, dass man hier nichts bestellen kann. So, was ist mit ihr? Cassandra ist, glaube ich, nicht so gut drauf, ne? Hat sich hingesetzt. Achso, da oben. Darauf geht sie, okay. So, der gute Winfried. Kauft sich ein leckeres Gebäck. Mal schauen, ob es gleich isst. Ja. Toll, schöne Musik hier, muss man schon sagen, ne? Gut, ich glaube, Julia kauft sich jetzt, glaube ich, auch mal ein Gebäck. Ja, gut, viel Hunger gestillt hat es ja nicht, ne? Hier könnte man auch was kaufen, aber ich glaube, das kann man dann nicht essen. Gärtner. Gemüse lagern, Gemüse lagern. Fangen wir doch mal damit, genau. So, jetzt hat sie sich kein Gebäck gekauft anscheinend. Versuchen wir es nochmal. Ich glaube, hier steht,
hast du Gemüseernte geerntet und so weiter und so weiter. Kauf eine Vorratskammer. Du kannst ja genau wie beim Kühlschrank und so weiter und so weiter. Okay, also müssen wir eine Vorratskammer kaufen. Denn du sollst dir ein Gepäck kaufen. Du verhungerst mir noch, meine Dame. Das wollen wir doch nicht. Okay. Gut. Aber ich glaube, wir müssen bald wieder nach Hause. Kannst du dich hier abzischen? Was ist das? Was war das für ein Geräusch? Keine Ahnung. Abzischen. Ich dachte, das heißt sowas wie Nickerchen machen. Scheint aber nicht so zu sein. Wäre aber bei Cassandra schon mal ganz gut, glaube ich. Ah, okay, jetzt spielen sie zusammen Schach. Ist doch auch was. Was gibt es hier noch? Verschiedene Sachen. Ratzfatz. Okay. Ich schaue mal, ob diese große Linde hier irgendwie noch... Ja, genau. Scheint hier der Laden zu gehören oder so. Mal schauen, ob er aus der Hand lesen lassen für 20 Simoleons. Das machen wir doch mal. Mal schauen, was da so in unserer Hand ist. Jetzt kannst du, glaube ich, nicht weg wegen dem Musik, ne? Kannst du ihn bitte ablenken? Ich glaube, da festgesetzt. Dann lass dir mal bitte aus der Hand lesen. Mal schauen, ob das klappt. Aus deiner Lebenslinie kann ich ablesen, dass du noch lebst. Ist schon mal keine schlechte Sache. Du hast viel Energie, solltest dich jedoch für den Element Feuer und Wasser in Acht nehmen. Diese Elemente können unter Umständen deine Existenz bedrohen, aber vielleicht kommt es gar nicht erst so weit. Ja, vielen Dank für die tolle Vorhersage. Doodle Danny. Tja, kann wegen dem jetzt nicht aufstehen, leider. Was nicht gut ist. Denn ich glaube, wir sollten alle jetzt langsam nach Hause. Na gut, schauen wir mal, wo. Ich glaube, man muss hier auch irgendwie nochmal ein Taxi rufen. Genau hier. So, mal schauen, wenn Winfried das Taxi ruft, nach Hause fahren. Ob sie dann auch mitkommt. Kann leider immer noch nicht aufstehen. Weil der gute Herr hier immer noch im Weg steht. Doodle Danny. Kann ich ihn herrufen? Nein, man kann ihm leider nur zuhören. Ja, ich hoffe, er geht jetzt weg, nachdem er aufgehört hat. Nee, anscheinend nicht. Eieieiei. Oh, der ruft jetzt schon das Taxi. Oh, und ihm geht es ja auch wieder sehr gut. Okay. Liegt das an dem Laden oder? Suche nach Maske des Vergessens. Schwarze Seele, Halunkenmaske. Oder Wutmaske. Das hört sich ja sehr interessant an. Geh doch mal weg, bitte, da. Und lass mal die gute Julia hier raus. So, was ist, wenn ich jetzt aufhöre, ihm zuzuhören? Geht er dann hoffentlich? Oh, wo ist Julia? Hallo? Ah, sehr gut. Sie hat sich den Bus teleportiert. Okay. Gut, Cassandra, hör bitte auf.
Ja, es reicht. Du kannst aufhören, meine Dame. Du schläfst schon fast ein. Ist ja auch schon 1 Uhr nachts, wenn da gerade auffällt, ne? Also. Hallo. Sie ist wie fasziniert. Tja, Cassandra. Komm, komm. Aufwachen. Nach Hause. Die kippt mir jetzt gleich hier weg, die gute. Ja, das ist, glaube ich, da ist es verbuggt. Ich frage mich, ob ich hier auch mal cheaten kann. Wie bei Sims 2. No such cheat. Schade. Okay, aber immerhin hat es ja aufgehört. Ja, du kannst wieder das, die Ding wegmachen. Na gut. Immerhin geht sie zum Bus. So, das Cheatfenster geht jetzt nicht mehr weg. Das, da bin ich jetzt selber schuld, ne? Okay. Ich hoffe, das stört nicht so sehr. Ich versuche es beim nächsten Mal. Ich hoffe, beim nächsten Mal ist es einfach wieder weg, ne? So. Cassandra, ab ins Bett. Hopp, hopp. Brav, geht schon selbst. Gut. Okay. Julia. Genau, etwas essen ist gut. Kannst erstmal das aufräumen, bitte. Und dann Abendessen servieren. Und, okay, der räumt auf. Brav, sehr schön. Der hat das einzige gut gefüllte Bedürfnisse hier. Ich frage mich, ob das an irgendeinem, an dem Laden lag oder an was anderem. Oh, was war das? Hat der Cassandra ohnmächtig geworden? Ja. Bitte aufwachen, du Arme. Komm. Ins, direkt vom Bett eingeschlafen, die Arme, ne? Ja, geh ins Bett, komm. Das ist bequemer als der Boden, ne? So, kann ein bisschen schlafen. Die Julia macht sich derweil noch Essen. Nicht in den Finger schneiden, bitte. So, und Winfried beobachtet die Fische oder füttert die Fische. Das ist brav. Sehr brav. Nicht, dass die uns hier noch eingehen oder verhungern. Gut, Winfried hat jetzt nicht so viel Hunger. Die gute ist Xander, aber die muss sich erst noch mal ein bisschen erholen. Die Julia muss allerdings etwas hinter die Kiemen kriegen. Denn das ist ziemlich schnell passiert, dass unsere Sims verhungern. Du hast gar nicht so viel Hunger, mein Lieber, aber du musst dir was zu essen. So, und in einer Stunde kommt deine Fahrgemeinschaft. Das ist ganz gut, denn er ist relativ erholt und ausgeruht. Im Gegensatz zu seiner Frau. Spül auch gleich brav das Geschirr ab. Das ist super. So. Im Kühlschrank legen geht ja nicht, ne? So, jetzt erstmal bitte die Bedürfnisse. Ja, bitte erstmal auf körperliche Bedürfnisse befriedigen. Ich will auch nicht, dass du dir in die Hose machst, mein Lieber. Danach kannst du gerne machen, was du willst, ne? So. Winfried, ja. Du kannst noch mal, was kannst du denn machen, bis das kommt?
ich wüsste, wie ich diese Suchmaske, Entschuldigung, wie ich diese Suchmaske wegkriege. Mit dem gleichen Befehl geht es leider nicht mehr. Okay, na gut. Ich dachte, du wolltest etwas Spaß haben. Ach so, sie hat sich die Hände gewaschen. Ja, das. Ich glaube, sie geht einfach bitte mal ins Bett. So. Cassandra, hast du dich etwas erholt? Rutsch die mal bitte auf und iss was. Du kannst nach dem Essen gleich weiter schlafen, aber jetzt musst du erstmal was essen. Ich will nicht, dass du verhungerst. So, sie erholt sich sehr schön. Ja. Sieht aber auch schon sehr lecker aus, ne, was da auf dem Teller liegt. Wenn das das ist, was ich denke, würde ich das jetzt auch gerne essen, ne? So, keine Ahnung, Schnitzel mit Bohnen. Würden nur noch die Pommes fehlen bei mir, ne? Das wäre schon super. So, ich lasse mal ein bisschen schneller laufen. Weil jetzt hier nicht so... Oh, was war das? Ich glaube, da kommt wieder ein Geist, oder? Schleicht hier ein Geist ums Haus? Ja, da. Cousin. Okay. Hoffentlich erschreckt das sie nicht. So, bitte nochmal ein Bad nehmen. Was ist es denn eigentlich? Gibt es hier eigentlich Wochentage? Ich glaube nicht. Hier nur die Info über Job oder Schule. Genau, keine Wochentage. Okay. Auf der Arbeit. Ich lasse mal ein bisschen schneller laufen. Ich hoffe, der Geist kommt. Ich habe einmal rausgesprungen mit zweifacher Geschwindigkeit. So, alles klar. Und jetzt darfst du wieder ins Bett. Was du die ganze Zeit schon wünschst. Julia schläft nur. Ich hoffe, das bleibt doch so. Ist ja auch süß mit dem Kissen hier und diesem kleinen Kissen noch auf dem Schlaf, auf dem Kopfkissen. Das finde ich schön. Der Geist ist wieder im Haus. Winfried ist da, zu Hause. 5 Uhr morgens, ne? Ja. Das ist schon hart, ne? So eine Nachtschicht. Aber es ist eigentlich ganz, ganz happy, ne? So, das kannst du bitte nochmal. Agenten suchen, was heißt das? Schauen wir mal. Wenn du einen bei einem Agenten unterschreibst und so weiter, wir bleiben halt bei der Wissenschaftskarriere, ne? So, bist du eigentlich schon ausgeschlafen? Kannst gerne mal aufstehen. Und mal gleich baden und danach, das mal weg, ne? Und Frühstück servieren. Wie geht's für Cassandra? Oh, ganz gut, ne? Zum Glück gibt es hier, glaube ich, bei Sims 1 keine Schulaufgaben, keine Hausaufgaben. Blumen könnte man auch bewässern, ne? Weil mein kleiner Sims-Hamster hat gerade momentan nicht so viel Zeit. Ach, weißt du was? Du könntest gerne mal das Geschirr hier auch spülen. Dass die Julia nicht alles machen muss. Aufstehen.
Oh, die arme Cassandra beschwert sich schon wieder, ne? Ich habe sie aus dem Schlaf gerissen. Ja, das ist auch nicht schön, ne? Aber das ist jetzt unumgänglich, leider, weil du musst bald zur Schule. Und vorher solltest du noch ein bisschen was essen und dich erholen. Was macht der gute Winfried? Hat sich auf die Bank gesetzt. Benutzen. So dringend ist es bei dir noch gar nicht. Und in einer Stunde kommt der Schulbus. Das Essen ist noch nicht fertig, aber ich denke gleich. Steht euch nicht so im Weg rum. So, bitte was essen. Dann könntest du bitte die Toilette reinigen, ne? Wenn du gerade nichts zu tun hast, kannst du das gerne mal machen. Und sie halten sich hier über Kraken und Skifahren, Aliens. Glaubt ihr nicht an Aliens, die Julia? Ja, die darf sich aber mal verglücken hier. Das ist ja schlimm. Und Cassandra ist zum Glück gut drauf. Das ist gut, da kann sie gut gelaunt in die Schule, da schreibt sie hoffentlich eine gute Note oder verbessert sich. Die sind alle so fleißig und waschen gleich ihr Geschirr ab. So, lieber Julia, geh mal aus dem Weg und amüsier dich mal ein bisschen. Das macht der Winfried. Momentan nichts. Machst du denn schon wieder? Wieso isst du denn jetzt was? Du hast doch gar keinen Hunger mehr. Komm, amüsier dich mal ein bisschen. Ja? Was denn? Ich glaube, das würde dir doch Spaß machen, oder nicht? Ich bin so deprimiert. Dann vielleicht ein Buch lesen? Winfried, komm, hilf mal deiner Frau hier ein bisschen, ne? Schade, man kann es hier nicht in... Jetzt nimmt er noch Teller. Du hast doch gar keinen Hunger. Na gut, dann ist es halt auf. So, ich hoffe, es macht dir Spaß, das Buch zu lesen. Ja, sieht so aus, ne? Okay. Na gut, der Winfried futtert das ganze Essen weg. Was er eigentlich gar nicht bräuchte. Aber dann lassen wir ihn halt. Ja gut, so die Spaßleiste ein bisschen auffüllen. Ich glaube, da lasse ich die Julia jetzt mal ein bisschen alleine. Winfried, der glaube ich, soll der mal ins Bett. Und dann lasse ich, glaube ich, die Zeit ein bisschen vorlaufen, weil ich hier jetzt momentan nicht viel machen kann. Außer im Sinn beim Buchlesen und Schlafen zuzusehen. Ich glaube, das ist hier nicht sehr spannend. Ich glaube, beim nächsten Mal fahre ich dann mal mit dem, der einigermaßen fit ist, in die Stadt. So, lass mal schneller laufen. Ich glaube, das wäre dann Julia. Wenn sie ein bisschen Spaß aufgetankt hat. So, das sieht jetzt mal gut aus, ne? Gut. Kannst du halt mal aufhören und ein Taxi rufen und ja, zum Studiopark fahren. Ich glaube, wir fahren mal in die Stadt mit dir.
Und in der Zwischenzeit, während sie das macht, google ich einfach mal, wie man in Sims 1 die Cheat-Leiste entfernen kann. Komm mal schneller. Oh, aber ich sehe, es ist schon etwas spät. Das heißt, ich glaube, ich mache an dieser Stelle mal Schluss und beim nächsten Mal weiter. Cheatfenster schließen, Sims 1. Ja, Steuerung, Shift, C. Das habe ich schon versucht. Da geht es nicht wieder weg. Naja, gut. Nee, brech mal ab. Wenn du nicht mitfahren willst, warum verschwendest du dann meine Zeit? Ja, sorry, ich habe mich umentschieden. Okay, gut. Ich mache an dieser Stelle Schluss. Beim nächsten Mal weiter. Freue mich schon sehr auf die nächste Runde. Und bis dann.